Recht herzlich willkommen zur 121. Folge von Avorion. Ja, wir sind wieder unterwegs. Wir wollen irgendwo hinspringen. Und zwar gucken wir mal gerade, das ist das Südtor. Das wäre nicht das richtige Tor. Ja, da sind lauter Asteroiden vor. Aber ich habe das Südwesttor doch noch erreicht. Und ich glaube, das ist auch unsere Richtung, ne? Genau. Das nehmen wir mal. Obwohl. Ja, doch, nehmen wir mal. So, mal kurz daneben herhalten. Damit wir das dann auch erreichen, das Tor. Okay. Na, das war jetzt nicht so dolle, aber wir kommen da noch hin, ne? Und so sind wir durch. Neuer Sektor, neues Glück. Hier waren 4 Tore, oder wie war das? Stand da, ne? 4 Tore, mehr nicht. Alles klar, wir müssen weiter in die gleiche Richtung. Das ist West-Südwest. Das wäre richtig, wir könnten da direkt hinspringen. Machen wir nicht, wir fliegen da auch wieder hin. Weil hier ist ja ziemlich raumleer. Ist ja nicht ein Asteroiden oder sowas, das ist einfach nur ein Verbindungssektor. Und da fliegen wir mit Vollgas dahin. Dass wir da weiterkommen, ne? So, da sind wir durch das Tor auch schon durch. Die schwersten sind Eisen, Orgonit, die leichtesten sind Trinitium und weiß ich, was da noch alles stand. Schade, konnte ich nicht so schnell lesen. Unser neuer Miner, der ist richtig gut am Arbeiten, wie man da rechts sieht. Das ist schon mal gut. So, okay, dann haben wir da wieder ein Tor. Ja, ein paar Asteroiden gibt's hier. 2 Stationen, Handelsposten ist es eher. Ach so, eine Station, es ist 2 Schiffe. Schiff von die universellen Gesetzestaaten, keine Ahnung. Das bedeutet da, das Nordwesttor, das wäre nicht das richtige Tor. Das Südwesttor wäre das richtige Tor, genau. Also, schnellstens dahin, können wir direkt fliegen, denke ich. Sieht gut aus, oder? Ja, das kriegen wir schnell hin. Einmal durch das nächste Tor. Da sind wir auch schon wieder. Hier ist nichts los. Da gibt es jetzt noch einen weiteren Planeten, der dann in dieser Richtung ist, oder was? Süd-Südwest-Tor. Dann fliegen wir dahin, da haben wir noch nicht entdeckt. Da gehen wir erstmal dahin und gucken, wo wir da lang kommen. Hier war ja nichts, ne, oder? Ne, hier war nichts. Nur ein Verbindungssektor. So. Okay. So, da sind wir wieder. Und wir sind ja schon angekommen. Okay, da sind wir nur mal nicht hingeflogen. Jetzt ist hier irgendwo unser Schiff. Gute Frage, wo, ne? Ha? Da geht's in einen anderen Sektor. Sind wir wirklich hier, wo unser Schiff ist? Hier wird auf jeden Fall beides angezeigt, ne? Asteroiden abbauen. Das bin ich. Astronia. Jetzt muss mir das noch einer erklären. Ich sehe erstmal unser Schiff nicht. Das müsste doch hier irgendwo sein, oder? Das sind wir.
Vermine. Strategische Karte. Der Miner ist hier nicht. Wo ist der Miner? Das sind wir. Ja, dann ist es jetzt schwierig, ne? Der ist wahrscheinlich eskortieren. Machen wir mal, gucken, ob er irgendwann erscheint. Ne, das so und dann sind wir hier. Und irgendwann kommt ein Schiff angeflogen, was zu uns gehört. Ne, ich wollte gerade sagen, das ist er, aber das ist er nicht. Ja. Ich fliege mal ein bisschen vom Tor hier weg. Ich sehe nichts, wo ich sagen würde, das ist unser Schiff. Das hat wohl damit zu tun, dass wir ein Update hatten mit, ja. Das ist ein Ressourcendepot. Ja, da weiß ich auch nicht, wo der jetzt ist, ne? Ich habe ihm jetzt gesagt, er soll uns eskortieren. Der ist ja in einem Paralleluniversum unterwegs oder so, kann das sein? Würde ich jetzt mal so sagen, ne? Dann ist das halt so. Was willst du machen? Kannst du nichts machen? Ich wüsste jetzt nicht, wo ich ihn suchen sollte. Das ist ein Kreuzer. Fregatte. Noch ein Kreuzer. Wer ist das? Noch ein Kreuzer. Nee, ich weiß nicht, wo er ist. Frachter. Ich glaube, der Miner ist über. Das Einzige, was wir gerade noch gucken könnten. Aber hier gibt es kein Dingens, wie heißt es, ne? Das ist Ressourcendepot. Ja, das ist ja alles jetzt hier, was wir hier haben, ne? Pfeiltasten kann man noch ein bisschen hin und her, ne? Aber ich komme auch nicht weiter raus, das ist das Ärgerliche. Und hier kannst du auch nicht gucken, wo du bist oder so. Jetzt. Die Besatzung des Schiffs mal 1 wurde bezahlt. Ja, toll. Wenn wir wüssten, wo die Besatzung mal ist, ne? Hier kannst du auch nichts mehr machen. Da ist auch nichts, oder? Das ist ein Frachter. Güterschiff. Ja, ich hätte jetzt gesagt, wenn ich ein Depot oder sowas ist, aber das ist ja nur ein Ressourcendepot. Dann hätte ich noch gesagt, okay, vielleicht ist er da in dem sag schon. Das ist ein Bergbauschiff, aber nicht unseres. Und das ist ein flotter Kreuzer. Da ist wer weggesprungen. Station.
Ja, da kommen wir gerade nicht weiter, sozusagen, ne? Leg da mal gerade hin. Machen wir das Schiff näher ran. Gut. Ja. Nee, da ist nichts zu holen hier in dem Sektor. Okay, unser Miner können wir dann also vergessen. Jetzt ist noch die Frage, können wir irgendwas machen mit dem Miner? Güter verkaufen, Güter kaufen, Erze raffinieren, abwracken, abbauen, eskortieren, Feinde angreifen, Sektor patrouillieren, Stopp. Vielleicht durch der Stopp ist er jetzt wieder da? Keine Ahnung. Nee, nicht wirklich, ne? Ich sehe nirgendwo was, was darauf hinweisen könnte, dass es unser Schiff ist. Okay, das ist halt so, können wir nicht ändern. Müssen wir jetzt als verloren werten, ne? Gut, dann sind wir in dem Sinne umsonst hierher gekommen. Ich weiß gar nicht, wie unsere Beziehung zu den Leuten hier ist. So können wir das nochmal nachgucken. Karte weg. Gute Frage, ne? Das ist hier alles nicht, was wir gucken können. So. Dann müssen wir eher hier rein. Fracht. Hier ist der Miner. Wenn wir den hier auswählen können, ne? Wo ist er denn dann? Ja, man sieht in der Entfernung, dass er ziemlich weit weg ist. Aber die Zahl wird kleiner. Das heißt, er kommt wohl näher. Vielleicht erscheint er ja doch nochmal irgendwann hier. Da müssen wir wohl noch abwarten. Okay. Was haben wir denn hier? Eisen, Metallschrott, Titanmetallschrott und Metallschrott. Das ist das, was wir geladen haben. Asreiter Renew. Haben wir so viele? Das ist unsere Ölplattform. Die ist zurzeit inaktiv. Auf der Karte zeigen. Wer ist da gerade vorbeigeflogen? Auch sehr schön, ne? Das ist der neue Miner. Der funktioniert ja auch ganz gut. Der macht abbauen. Das ist Miner 1, der uns jetzt eskortieren soll. Der immer näher kommt, aber noch weit, weit weg ist. Out of range. Dann ist das unser jetziges Schiff. Derzeitiges Schiff. Wir sind im gleichen Sektor. Auf der Karte zeigen kann man hier klicken. Ja, okay, das ist die Karte. Das brachte uns jetzt nicht so viel. Husold, 16 anfällig in 2 Stunden, okay. Das ist das, was wir mit haben. Schrott, Schrott, Schrott. Und das hier. Asreiter Renew. Wo ist denn das Ding? Ja. Das weiß ich jetzt gar nicht mehr. Dass da noch was ist. Ich glaube, wir werden gerade angegriffen. Ich glaube, wir fliegen mal gerade ein Stück weg. Und machen wir gerade hier zu, ja? Wer ist denn das? Die Piraten sind das, okay. Ich
Wir können es mit denen aufnehmen vielleicht, oder? Was haben wir denn hier so? Kann man so nicht sehen, müssen wir hier rüber gehen, ne? Okay. Bringt gerade nicht so wirklich was, oder? Okay. Die Frage, ob wir mehr Schaden machen wie der. Ich glaube aber ja, ne? Oh, ist schon kaputt oder was? Nee. Jetzt ist er kaputt. Ist da was zu holen? Ich glaube gerade nicht, ne? Pirat ist nur noch der da hinten, oder? Dann gehen wir mal da helfen. Ich weiß nicht, ob der andere daneben ist. Habe ich den noch ausgewählt? Jetzt habe ich den Banditen. Ziemlich weit weg, ne? Kommen wir mal näher dran, ne? Auf jeden Fall beschossen von den anderen, die hier rundherum sind, ne? Ich glaube, er ist schon kaputt. Und wir haben unsere Beziehung verbessert, das ist schon mal gut. Da ist das Ding, ne? Was haben wir, einen Abwracker dabei? Ich glaube nicht, oder? Ne, Bergbau. Okay. Er ist jetzt auch nicht so wild. Eine Belohnung haben sie uns überwiesen, okay. Was machen wir jetzt? Jetzt müssen wir nochmal gucken, wo unser Schiff ist, ne? Unser Miner, wie weit ist er weg? Oh, 3000, okay. Vielleicht kommt er ja doch noch irgendwann näher. Ist nur die Frage, wann, ne? So, das haben wir. Was haben wir hier noch? Okay, da sind unsere ganzen Ausrüstungsteile. Die Diplomatie, das wollte ich doch gesehen haben. Jetzt ist die Frage, wer war die Fraktion, die wir gerade hier hatten, ne? Schlechte Beziehung, gute Beziehung. Kann man das hier gerade sehen, ne? Da sind ganz viele. Habe ich den einen ausgewählt? IAEP-Staaten, die universellen IAEP-Staaten oder so ähnlich heißen die. Demokratischen. Ah, man kann noch runter scrollen, alles klar. Oh, wenn das alphabetisch sortiert ist, dann sollten sie hier jetzt gleich erscheinen. Wir sollen. Unik. Nee. Ah, doch, da unten. Die universellen. Okay, mit denen sind wir ganz gut unterwegs schon. Kann man das zeigen? Weiß ich nicht. Beziehungen sind gut. Das ist doch schon mal was. Wenn die gut sind, bedeutet das ja auch. Nein, das ist ein Asteroid. So, da haben wir eine Kupfermine. Fragen wir doch mal an, was da für eine Crew vorhanden ist. Okay, Security.
Ja, die kriege ich jetzt nicht. Muss ich mal mit Tasten versuchen, ne? Das ist jetzt hier der Miner, der da irgendwie schon 2773 Kilometer hat und ich kann nur zwischen meinen beiden Schiffen hier mit G wählen, okay. Welche Taste war das, wo ich durchblättern kann? Das sind die Wracks alle in der Nähe und dann kommen auch die Asteroiden. Nee, das war es nicht. Bauen wollte ich gerade auch nicht. Eigentlich ist doch G das, wo ich mit durchblättern konnte, oder? Hm. Das wollte ich nicht. Jetzt bin ich in die Drohne ausgestiegen, das ist nicht richtig. Tja. Weiß ich jetzt auch nicht mehr. Aber ist auch nicht schlimm. So, was haben wir gemacht? Nicht viel. Wir warten eigentlich auf unser Schiff. Welche Fraktion ist das denn hier, diese Lieder, ne? Die Kleoyawaya. Keine Ahnung, ob die so ausgesprochen werden. Okay, die, mit denen sind wir noch nicht so gut. Die sind noch relativ neutral. Ich weiß gar nicht, wofür das Zeigen gut ist, ne? Was kann man mit denen denn verhandeln? Beziehungen verschlechtern. Achso, dann gibst du denen Geld und dann läuft's, oder was? Keine Ahnung, wofür es gut ist. Ja, gut, okay. Wir warten irgendwie auf unser Schiff, das da irgendwo ist. Wird leider nicht angezeigt, von wo es kommt und ob es irgendwie überhaupt kommt. Es sind aber nur noch 2500 Kilometer. Wer weiß, wie viel diese Kilometer gerechnet werden. Ja, warten wir es ab, oder? Schauen wir mal, was passiert. Ich würde mal sagen, ich lasse es noch gleich laufen und warte ab, was passiert. Speichere kurz mal zwischen, falls es schief geht, dann habe ich immer noch den Spielstand. Ja, und dann würde ich das mal so ein bisschen laufen lassen und gucken, ob das Schiff hier erscheint oder nicht. Und wenn, dann ist auch gut. Wenn nicht, tja, dann ist es wohl verloren. Gut, dann sage ich erstmal, falls ihr noch nicht abonniert habt, dann macht das. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Und wenn ihr weitere Videos erfahren wollt, dass die hochgeladen sind von mir, dann müsst ihr die Glocke anmachen. Und ich bedanke mich ganz recht herzlich fürs Zuschauen und freue mich, wenn ihr in der nächsten Folge wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.